Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute machen wir Spargel mit Kartoffeln und Sauce Hollandaise. Und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! So, letzte Woche hatten wir Erdbeeren, heute machen wir Spargel. Es ist gerade Spargelsaison und zeige ich euch erstmal die Zutaten. Wir brauchen natürlich Spargel. Eine halbe Zitrone, wir brauchen zwei Eier, Butter, Kartoffeln, ein paar Gewürze wie Pfeffer, Salz, Zucker, Muskat, Cayennepfeffer. Wir brauchen ein bisschen Gewürzpaste, ein bisschen Weißwein und Wasser. So, fangen wir an. Als erstes geben wir das Wasser. Wir brauchen 600 Gramm in den Mixtopf. So, 600 Gramm Wasser, dann geben wir dazu eine Prise Salz, eine Prise Zucker, so, als nächstes nehmen wir den Einhängeboden rein, den Gareinsatz, dann wiegen wir die Kartoffeln ein, zwar 350 Gramm, die habe ich hier schon, muss ein bisschen klein schneiden noch. So, Kartoffeln sind drin, dann kommt der Deckel drauf. Dann nehmen wir den Spargel. Ich habe da ca. 1 Kilo Spargel nehmen wir da, abgeschält, das müssten dann so 700-800 Gramm Spargel dann sein. Das legen wir einfach in den Behälter oben rein. So, Deckel drauf. Jetzt das Ganze 30 Minuten lang. Wasser wegmachen. So. Auf Varoma stellen und auf Stufe 1. So, die Kartoffeln und die Spargel sind jetzt fertig. Das können wir jetzt abnehmen und am besten den Backofen bei 50 Grad vorheizen. Also hätte man in der Zeit schon machen können. Und dann auf den Teller oder auf eine Servierplatte legen und zum Warmhalten in den Backofen stellen. Ich nehme das jetzt hier mal runter. Schauen wir mal kurz, wie der Spargel aussieht. Ja. So, dann spielen wir den Mixtopf aus. So. Und weiter geht's. So, jetzt geben wir 200 Gramm Butter in den Mixtopf. Jetzt Waage einschalten. So, 200 Gramm Butter. Verschließen wir das Ganze. Jetzt stellen wir auf 4 Minuten.
auf 70 Grad und auf Stufe 2. So, die geschmolzene Butter geben wir erstmal in einen Behälter. Die brauchen wir nachher gleich. So. Ich erstmal beiseite, so aus wie ein Glas Orangensaft. So. Jetzt brauchen wir den Rühraufsatz. Den setzen wir auf. So. Jetzt brauchen wir zwei Eigelb. So. Eins. Zwei. So, stellen wir das beiseite. Jetzt brauchen wir noch ein Esslöffel Zitronensaft. Schnell mal hier. So. Weg damit. Hier hat ein Esslöffel. So. Beiseite. Dann brauchen wir ein Esslöffel Rotwein, Weißwein. So. Dann geht's weiter. Dann brauchen wir zwei Prisen Cayennepfeffer oder machen wir lieber drei, also ein bisschen so je nach Geschmack, ja. Ein bisschen Cayennepfeffer, ein wenig Pfeffer, ein wenig Salz. Ein bisschen Muskat. So, dann brauchen wir noch die Gewürzpaste. Da brauchen wir so einen halben, nicht ganz einen halben Teelöffel. Ja. So. Haben wir das auch. Jetzt müsste alles drin sein. Dann verschließen. Dann machen wir auf 2 Minuten. Auf 75 Grad. Und Stufe 3. So, jetzt kommt der letzte Schritt. Wir haben hier noch unsere Butter für die Sauce Hollandaise. Wir lassen jetzt alles so, stellen auf 4 Minuten auf 80 Grad und Stufe 4, wenn ich das jetzt mache. Und nebenbei gießen wir immer ein wenig Butter oben rein und das tropfelt dann langsam runter. Wie gesagt, Stufe 4. So, das ist unsere Sauce Hollandaise fertig.
Nehmen wir mal hier den Deckel weg. So, ich habe das hier schon mal schön angerichtet, den Spargel schön auf eine Servierplatte gemacht. Den Teller, noch den Rühreinsatz raus. So, jetzt haben wir hier noch eine schöne Sauce Hollandaise. Die können wir jetzt hier schön so über den Spargel und ein bisschen über die Kartoffeln träufeln. So, ja, und schon haben wir ein leckeres Essen. Schön Spargel mit Sauce Hollandaise und Kartoffeln. Jo, das soll es dann an dieser Stelle von mir gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.